Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Pokémon Go. Ich wollte euch noch meine Community Day Ausbeute zeigen. Das ging jetzt leider nicht. Ich hatte die letzten Tage ein Problem mit meinem Handy, dass ich zu sehr ausgebeutet habe mit Pokémon und es funktioniert kaum mehr und jetzt mussten wir da Handy tauschen und hin und her und das hat Zeit in Anspruch genommen. Darum konnte ich das Community Day Video nicht früher machen. Also beziehungsweise ich habe es schon gemacht. Da mein Handy so rumspinnt, hat es dann einfach das ganze Video nicht aufgenommen. Ja, aber jetzt kommt es. So, jetzt schauen wir mal. Feurigel war das ja. Ich habe auf jeden Fall Shinies bekommen, dass ich von jedem ein Shiny habe. Ein Feurigel, Igelava und Tornupto. Da hatte ich sogar Glück, ein 91er, sehr schön. Das 100er Tornupto habe ich noch von früher, von einem Raid. Das war mein allererstes 100er. Das normale Igelava auch. Das normale 93er Feurigel hatte ich, glaube ich, auch schon. Was ich aber am Community Day bekommen habe, was sehr schön ist, ist dieses 0% Feurigel. Denn die sind ja irgendwie noch seltener wie die 100er. Ich habe genau zwei Nuller, das Feurigel und ein Makuhita. Sehen wir mal die Bewertung. Sagt er, ist im Kampf nicht allzu beeindruckend, aber ich mag es trotzdem. KP stärkste, Angriff, Verteidigung, seine Werte werden dir nicht viel bringen. 0%. Sehr nice. Ja, ansonsten kann man leider mit dem nicht so viel anfangen. Der macht jetzt nicht so viel Damage wie jetzt Glurak, Lavados, Entei, Flamara. Aber schön, dass man sie als Trophäe hat. Vor allem dieses Nuller. Ja, gestern um 10 Uhr gab es ein großes Update. Und wie man der Nachricht entnehmen kann, kann man jetzt einige Pokémon entwickeln. Ich habe mir da ja schon lange mal die aufgespart und auch geschaut für männlich-weiblich. Ich möchte ja immer alles haben. Leider kann man die nur alle, also alle kann man nur mit so einem speziellen Item entwickeln, mit dem Sinnohstein, der im Moment sehr selten erscheint. Und zwar bekommt man den nur einmal in der Woche bei dem Feldforschungsdurchbruch. Hoffen wir mal, dass das noch öfters wird, denn es gibt so viele, die man entwickeln muss. Vor allem ich mit männlich-weiblich habe ich einiges zu tun. Jetzt schauen wir mal, welche neuen man entwickeln kann. Also, den hier nicht, Schlob auch nicht, aber Rizeros kann man entwickeln. Für 100 Candies habe ich männlich-weiblich natürlich. Tangela leider noch nicht, er könnte ja ein richtig starker Pflanzenangreifer werden. Electek kann man entwickeln, auch für 100 Candies und einen Sinnohstein. Magma kann man genauso schon entwickeln. Okay, die Evolis glaube ich nicht, da wird sicher noch irgendetwas Spezielles kommen, da habe ich noch einige Shinies aufgehoben. Togetic, oh, Togetic kann man auch schon entwickeln, auch für 100 Candies. Da fehlt mir dann noch etwas, damit ich weiblich-männlich beide kann. Griffel, den kann man nicht, hätte ich aber genug Candies. Yanma, oh, Yanma kann man noch nicht, aber 39 Candies, die Entwicklung wird sicher auch 100 kosten, also für männlich-weiblich 200, da fehlt mir einiges. Kramox kann man entwickeln, sehr schön, da habe ich auch genug Bonbons, brauche ich nur den Sinnohstein. Dann Traunfugil kann man auch entwickeln, auch für 100, so wie es ausschaut, alle für 100. Skogler, oh, Skogler könnte man auch entwickeln. Sneebel auch, ach so, okay. Was ist mit Keifel? Den leider nicht, der wäre auch sehr interessant als Eisangreifer. Vielleicht wird er sogar besser wie Rosana. Kyolia kann man noch nicht, da kann man ja nur den männlichen. Nasknet auch nicht. Aber Roselia, oh, sehr schön. Da habe ich ja auch schon ein Shiny parat für die Entwicklung. Oh, den Zwirklob könnte man auch entwickeln. Und den, wie heißt der, Fiononento oder so, leider noch nicht. Also das müssten jetzt 10 sein, die man bereits entwickeln kann. Aber jeweils nur mit dem Sinnohstein leider. Meine Feldforschung hat gerade erst angefangen. Ah, kann ich mir den heutigen Stempel holen? Perfekt. Müssen wir noch ein bisschen warten oder hoffen, dass das später irgendwie noch anders geregelt wird.
So, das wären mal diese Pokémon. Dann wollte ich noch sagen zum Sternenstaub. Ich habe im letzten Video gesagt, dass ich jetzt auf 1 Million hochsparen werde. So weit war ich ja noch nie. Und dann nur das ausgebe, was darüber kommt. Jetzt hatte ich aber eine bessere Idee. Und zwar, ich werde auf 1 Million sparen. Und dann werde ich Pokémon posten. Also ich habe ja ganz viele, die über 65% sind und richtig gut kampfwürdig. Und dann lasse ich euch entscheiden, dann könnt ihr darüber abstimmen, welche Pokémon ich mit dieser Million Sternenstaub alles pushen soll. Ich denke, das ist noch eine sehr nice Idee. Dann muss ich mich auch nicht kümmern, welche ich auswähle, denn ja, die Qual der Wahl. Ja gut, dann wollte ich zum Abschluss noch was sagen. Und zwar morgen kommt das Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu heraus. Ich habe mir die Evoli Edition bestellt. Ich werde die morgen auch gleich holen. Ich habe mir das vorbestellt. Und werde dann circa um 18 Uhr einen Stream starten, auf Twitch aber, nicht auf YouTube. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da dabei wärt. Dann könnt ihr auch schauen, wie euch das Spiel gefällt, ob ihr euch das interessiert. Oder möchtet ihr lieber Evoli oder Pikachu Edition, wie das alles abläuft. Und ich werde auf jeden Fall kurz bevor ich den Stream starte, auf YouTube eine halbe Stunde oder eine Stunde davor noch ein kurzes Video raushauen, dass ihr die genaue Uhrzeit noch wisst, sollte sich das mit 18 Uhr ändern. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen zum Let's Go Evoli. Lasst mir ein Abo da, gebt mir ein Like, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt. Und dann wünsche ich euch noch guten Fang und bis bald.